Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Hi. von Let's Play Star Wars The Old Republic. Ja, wir sind immer noch hier auf Balmorra und haben uns ja hier erstmal in die Ecke zurückgezogen, weil wir ja die Aufnahme beenden wollten. Und ja, jetzt geht's mit der neuen Aufnahme weiter und wir werden uns auch wieder fürs PvP eintragen. Es kann aber sein, dass wir ein bisschen, und du hast schon gemacht, ja, dass wir ein bisschen, nicht rankommen, also dass wir keinen PvP hinbekommen, weil es könnte sein, dass nicht mehr so viele da sind, obwohl hier gerade einer getarnt in der Gegend rumsteht. Der Captain Cold Sentenzen. Keine Ahnung, was wir jetzt noch gerade brauchen, muss ich mich auch erstmal wieder eingewöhnen, aber ein bisschen was haben wir ja. Und zwar hier unten, hier oben hin, glaube ich, ne? Oder Experten wir sollen unter sich, ne, da müssen wir, glaube ich, abgeben, das können wir ja erstmal lassen. Wir machen erstmal nee, hier, hier hoch, hier hoch. Droiden. Ach, das ist da oben, okay. Alles klar, können wir hin. Ich glaube, da wollten wir hin, auf jeden Fall. Da waren wir unterwegs dazu. Ja, ja es sind auf jeden Fall, sind jetzt abends, wir nehmen jetzt abends um 11 ist das aktuell, nehmen wir auf. Und Balmorra 7 Leute, ja, das ist natürlich ein bisschen wenig, ne? Ja, na, wobei man sagen muss, Balmorra ist ja nicht der ganze Server, beziehungsweise natürlich die ganze nicht, Welt. Nein, aber es wird relativ wenig sein. Wir sind ja halt auch, wie gesagt, spät dran. Wenn es denn kein PvP kommen sollte, entschuldigen wir uns hier dafür, aber ja, vielleicht holen wir es noch nach. Müssen wir mal gucken. Wir hatten ja in letzter Zeit eh recht wenig PvP gehabt. Wobei man nur sagen muss, dass wir auch nicht so gut abgeschnitten haben. Naja. Der Typ klingt auch schon ein bisschen müde. Bitte? Nee, ja, also ja, ein bisschen halt, ne? So ein bisschen. Bitte, was? Was? So ein bisschen, was? Ja. Bin schon eingenickt, ja, entschuldigung. Ja, das hört man. Nee. Ja, du ist so langweilig, der nickt sogar vor sich selber ein. Nee, natürlich nicht. Ich bin immer kurz davor. Was? Einzunicken. Bei mir oder was? Oder bei ja, dir? Ja, klar, glaubst du mir das nicht? Nee, natürlich nicht. Ich bin dich ja gewohnt. Das ist doch deine Zeit jetzt aktuell, oder nicht? Es geht schon, ja. Ich sag mal so, es ist nicht meine Lieblingszeit. Also zur Frühschicht ist das absolut nicht meine Zeit, weil da bin ich um diese Zeit auf jeden Fall nicht mehr anzutreffen. Wie ist das eigentlich? Also jetzt so arbeiten im Schichtsystem. Was macht da der Biorhythmus? Ich sag mal so, zweischichtig mag noch gehen. Für mich, es kommt immer drauf an, wie man sieht oder wer man selbst ist. Für mich selbst ist wirklich das Schlimmste die Frühschicht, weil ich hasse frühes Aufstehen. Ich bin dann ein Langschläfer. Ich denke, wenn mir jemand anbieten würde, ich fahre nur Mittel- und Nachtschicht, würde ich sofort ja sagen und würde sagen, jo, das würde auch gehen und ich würde das wahrscheinlich deutlich besser vertragen, weil ich halt jemand bin, der gerne lange ausschläft. Ich meine, da sind wir ja, bin ich mit Sicherheit nicht der Einzige, nur bei mir ist lange halt auch schon mal 10 oder 11 Uhr. Ich weiß, dass das bei dir manchmal sogar länger ist. Na, kommt halt immer drauf an, wann man ins Bett geht halt, ne? Ja, genau, das meine ich. Also ich sag mal so, um 4 ist bei mir schon relativ spät ins Bett zu gehen. Ja, das bei mir auch eigentlich in letzter Zeit. Und ansonsten halt zur Frühschicht, das ist halt wirklich so, man muss sich halt wirklich zwingen, ins Bett zu gehen. Früher war es so, bevor ich die Let's Plays angefangen habe, dass ich immer so 20 Uhr ins Bett gegangen bin, wenn ich richtig schön munter bin. Jetzt wird es halt manchmal schon, sagen wir mal, ein bisschen später, weil ich noch schnell was einstellen muss und dieses und damit sich das halt alles vorbereitet. Aber ich versuche trotzdem immer meine Zeiten einzuhalten, weil man, wie gesagt, man kann ja, wenn man ins Bett geht, auch nicht gleich schlafen. Gerade wenn man irgendwas gemacht hat und so weiter und so fort, will man ja auch, oder muss man ja auch erstmal zur Ruhe kommen. Was haben wir denn hier? Einen Schalltransmitter. So. Jo, okay. So, da haben wir unseren Saboteur hergerufen, der macht das Ding ganz. So. Achso, der hat den Transmitter umgehauen. Warte. Ja, unterwegs. So, jetzt darfst du. Mach's gut. Der sagt nicht mal Tschüss. Sagt er nicht mal? Oh je, Mini. So was. Oh je, Mini. Er hätte ja wenigstens Danke sagen. Danke, dass du uns gerettet hast. Welche Folge ist das jetzt eigentlich? 300? Wir sind bei der 322. 322, okay. Gut, dann wird ab bei mir zumindest auf dem Kanal, also ich werde das jetzt heute auch noch nicht machen,
Weil ich ja aktuell auch ein bisschen im Stress bin und so weiter. Nein, ab Folge 326 werde ich dann das dann mal mit dem Cutten probieren, nur mal so für euch als Information. Testhalber. Testhalber, Jo, genau. genau. Wir, was wir in den letzten Folgen, also wer sie nicht gesehen hat, kann ja da nochmal reinschauen, was wir da bequasselt hatten. Genau, ich hatte ja eigentlich nach Guck den mal mal. PvP-Folgen hatte ich ja das ja eigentlich gesagt, aber wie gesagt, Ja, das ist jetzt so es fast zählt die ja nicht letzte. immer. Und es ist ja auch ein bisschen Arbeit, das muss man ja verstehen. Richtig. So. So, okay. Hauen wir erstmal die Leute hier um, weil wenn sie schon mal da sind. Eine imperiale Streife. Jetzt streift sie durch die Unterwelt. Haha. So, eine einfache Auszeichnung war auch drin. Wunderbar. Da oben ist irgendwas. Ja, Wollen wir da genau, gleich richtig, da vorbeischauen, wollte wenn wir ich, schon da da sind? wollte ich eigentlich hin. Oh, nun gut. Da wollte ich hin. Huch, jetzt hänge ich in der Gegend rum. Aua. Ja. Lalalala. Der Black, der hat eingekackt. Gar nicht. Ich hab nur gepupst, das ist ein Unterschied. Das eine ist mit Feststoffen, das andere ist ohne Feststoffe. Muss man doch wissen. Und hepp. Bim. Wieder ein paar Geschütze ausgeschaltet. Ich will als Erster. Ich will. Ja, ich Meins. bin eher. Na gut, dann Na nicht. gut, dann darfst du auch die Feinde Dann tot machen. nicht. So, deine Dann Schuld. nicht. So. Oh, hier ist das. Missionsentdeckung Archäologie. Nehme ich mit. Ist es eigentlich in deinem Betrieb nicht möglich, Nachtschicht zu fahren? Doch schon. Aber logischerweise müssen sie mir dafür dann auch Nachtzuschlag bezahlen. Entsprechend würde es halt nicht möglich sein, so wie ich halt, weil ich erfahre ja nur zwei Schichten, mir Mittel- und Nachtschicht auszusuchen. Also das geht natürlich nicht. Erfolg abgeschlossen, Partyplaner. Sozialstufe 4 erreicht, auch cool. Ach so, ja, sozial, ach so, deswegen, ja. Ja, und Ja. ja, wie gesagt, drei Schichten fahren, nicht alle Abteilungen bei uns, aber ja, Dreherei und Fräserei bei uns fahren drei Schichten, aber quasi meine ist halt ein bisschen spezialisierter, meine Abteilung. Da bin ich im Prinzip der Einzige, der, ja, neben meinem Schichtkollegen eben, die da Schichten fahren in meiner Abteilung, weil, ja, die anderen, wir haben halt mehr Maschinen, weil jeder quasi seine spezialisierten Aufgaben hat. Okay. Und da ist es halt ein bisschen schwieriger, die Leute erstmal spezialisiert auszubilden. Und zweitens, dadurch, dass es eben so viele in ihrer Aufgabe sind, verteilt sich die Arbeit mehr. Entsprechend sind bei uns keine Schichtarbeit nötig. Zumindest nicht mehr Schichtarbeit. Also mehr als meine zwei, die ich jetzt habe. Hier war irgendwas von dir, Fragezeichen. Nee, es ist auch von dir. Das kann sein, dass wir das schon abgeschlossen hatten. Okay, gut. Also, das ist ja immer so, wenn wir hier quasi neu einloggen, dass schon abgeschlossene Quests noch gezeigt werden. Wir gehen mal hier runter auf das Kommrelais des Widerstands, verschollen da unten. Wie soll man Ist da hier. hinkommen? Über die Treppe, oder? Warte mal, ist hier. Da oben ist eine Brücke, wir müssten nur einen Weg finden, darauf zu kommen. Mal gucken, ob das hier drüben geht. Oder guckst du auf der anderen Seite gerade? Ich glaube, ich bin schon fast so weit, glaube ich. Na gut, dann komme ich. Im Sinne von erscheinen. Aber ich weiß es aber auch nicht. Ja, sieht ganz gut aus eigentlich, aber. Na gut, Nee, wir werden irgendwie auch sehen. nicht. Na warte, Nee, ich sieht komme nicht so trotzdem gut mal hoch. aus. So, hopp. Hopp. Geht's hier nicht Wo ist er weiter? denn? Ach, da hinten. Oh, das regt mich ja auf hier. Ja, wir müssten hüben. Oben auf die Brücke drauf irgendwie. Hüben. Hüben. Hüben, Oh mein hüben. Gott. Mist. Wo bist denn du schon wieder? Ich Rennt bin das schon schon wieder weiter? weiter. Ja, chill mal hier. Ich gucke halt nach einem Weg hier dort runter. Junge. Ach so. Ne, irgendwie. Ja, wir wollen da nicht Das war runter, so wir eine wollen da fucking rauf. Brücke, aber nee, nee, da kommt's nicht lang. Hä? Ja, Also wir wahrscheinlich sind schon müssen wir aus der richtig, ne? Schlucht erstmal Aber. raus. Wir sind ja hier mitten in der Schlucht drin. Wahrscheinlich müssen wir da raus oder sowas. Sonst kommen wir da nicht hoch. Es kann auch sein, warte mal, ich erinnere mich, zumindest, ich weiß nicht, ob es dasselbe Gebiet ist, aber das Gebiet von dem Bösen sieht ähnlich aus. Da war irgendwo eine Stelle, wo es schwierig raufging. So, jetzt bin ich auch da. Ja, rauf ist schon relativ korrekt, Ja, aber. hier können, genau, wie müsste eigentlich der Weg müsste eigentlich ganz gut sein. So.
Wir hätten vielleicht aber erstmal das andere Zeug machen müssen, was noch innen drin wäre in der Brücke, aber was soll's. Kommst du hinterher oder soll ich absteigen? Nee, nee. Achso, hier ist noch so ein. Ja, der resettet gleich gerade wieder, der resettet. Okay. Ist mir nur eine halbe Ewigkeit gefolgt, ist er hier, ja, der ist gelb. Okay. Nee, naja, nicht eine halbe Ewigkeit, es sind immer wieder neue gewesen. Achso, okay. Hä? Da war doch, du hast ja alles hinter dir hergezogen. Ja, nee, doch. Okay, gut. Tür, ja, Lichter, Haufen und Weisen. Ich sehe nur deine Questionen, hätten wir auch so lassen können. Nö, ehrlich? Ja, zumindest bei mir. Na gut, kann sein, sehe ich jetzt gerade nicht. Dann ist es natürlich wichtig, die zu machen. Mhm, genau. So, was haben wir denn hier? Komm, Relais des Widerstands. Jetzt ist es weg. Abgeschlossen. Okay, eigentlich können wir ja auch Schnellreise direkt machen, ne? Geht das? Ist das da oben? Ja, hä? Warte mal, hier hinten ist noch was. Ah, nee, verschollen. Techniker, aber eh auf der anderen Seite. Okay. Nee, also ich kann's nicht. Ich auch nicht. Ich hab wahrscheinlich nicht freigeschalten. Na, dann gehen wir halt zu Fuß oder zu Gleiter. Jetzt, wo es sich mal anbietet, ne? Aber das mit der Schnellreise, muss ich sagen, hat sich bisher wirklich eigentlich relativ selten eigentlich angeboten. Ne, also wir haben es auch gelegentlich gemacht, ne, aber... Ja, wie gesagt, dein Cooldown, wie hoch ist denn der? Ja, 45 Minuten. Springen halt. 45 Minuten, dann ist er genauso hoch wie meiner. Ach du Scheiße, bin tot. Na, egal. Das ist auch eine Art Schnellreise, warte, ich komm hinterher. Ja, eigentlich so gar nicht so die schlechte Idee, ne. So, mal gucken, wo man rauskommt. Das ist so wunderbar, ne. Schneller geht's ja nicht. Eben. Da sagen sie immer, man braucht eine Schnellreise. Hey, Holo-Gespräch. Ja, warte mal, ich... So, mach jetzt Holo hier. Ich mag keine Holos. Ich mag keine Holos. So, jetzt darfst du. Sergeant Jollis, ich habe die Datenbanken und die Geschützbatterien sind auch erledigt. Dann kann ich endlich wieder in die Luft. Und ich habe sogar ein paar Imperiale erwischt. Oh, fein. Ich hoffe, das ist der Beginn einer ehrenhaften Karriere. Ich werde mein Bestes geben. Ja, der ist auch dankbar, der liebe N7, in die N5, jetzt, D3. Wenn die Schütze beseitigt sind, kann die Flotte wieder starten. Und dann gibt es Rache. Und beim Bügel im Hintergrund knallt es irgendwie. Ja, richtig. Wen knallst du denn schon wieder? Naja, nee. Das Ach, sind du so wirst gerade geknallt. Das sind so die typischen Hintergrundgeräusche. Wir können nach 23 Uhr, wir sind ja nach 23 Uhr, wo wir aufnehmen. Da kann man ja ruhig sagen, dass wir geknallt sind. Die Folge, die wird ja anders veröffentlicht, ja. Ach so. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Du musst dir deine über 18 stellen. Wir verzeichnen da oben sehr viele imperiale Bewegungen. Sarkis hat ein paar Sachen sabotiert, um sie zu beschäftigen. Ian Sarkis, Sir. Ich habe den Imperialen ein paar Geschenke für ihre Gastfreundschaft dagelassen. Das ist unser Mann. Könnt ihr uns Kontrolle über das balmoranische Satellitensystem verschaffen? Nicht wirklich, aber ich kann es abschalten. So viel steht fest. Das ist eine gefährliche Aufgabe für einen Techniker. Wer sich an einem Adleraugensystem vorbeihackt, verdient einen Orden. Ich kann euch einen unautorisierten Befehl verschaffen. Dann wird das System verschlüsselt und die Adleraugen werden Wochen brauchen, um das rückgängig zu machen. Das muss reichen. Was müssen wir tun? Der Hack muss im Hauptcomputer des Satellitenkontrollturms vorgenommen werden. Also genau da, wo Admiral Rizet und seine Leute stationiert sind. Hat der Admiral noch mehr Verteidigungsmaßnahmen? Nur seine Erfolgsquote. Selbst wenn er besiegt ist, gelingt es ihm immer, noch einen letzten Schlag auszuführen. Wenn der Kampf vorbei ist, müsste diese Disk in die Hauptsteuerkonsole einschieben. Dann wird der Hack hochgeladen. Ich muss an einen Computer. Danke nochmal für die Rettung. Admiral Rizet und seine Leute auszuschalten, ist eine schwierige Aufgabe. Seid ihr wirklich bereit dafür? Nun klar. Seid ihr sicher, dass eure Truppen es mit einer imperialen Armee aufnehmen können? Touché, Sarkis und ich werden auf euer Signal warten. Wir werden bereit sein. Ja, das möchte auch sein. So, mal gucken, hier gibt es ein paar Verbesserungen. Ausdauer, Präzision, nee. Ausdauer, Crit. Brauchst du alles nicht. Klingt nicht schlechter.
Alle sind ja auch relevant für dich. Ich nehme die Crit-Sache hier. Ja. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich die gut brauche oder nicht. So, gut, der Dude ist noch gemutet. Der hat sich nämlich, weil der Krach im Hintergrund war, ein bisschen gemutet. Danke dafür. Weil es würde viel Arbeit brauchen, ihn rauszuschnibbeln. Bei sich geht es leichter. Ich würde sagen, aber das machen wir in der nächsten Folge hier, den so Halbdroiden da ansprechen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.